Nudeln. Wir haben richtig schön campen. Einfach hier so ein Zelt und da hinten sind wir. Und weil die ganze Sache drin ist, auch im Regen letztens, konnte ich endlich hier meine Sachen jetzt. Now imagine the water was blue or something. It is really Lord of the Rings, but I just can't remember. Es regnet gerade und wir sind auf dem Campingplatz, deswegen habe ich mal ein bisschen Zeit wieder zu reden, weil ich gerade eh nichts machen kann. Weil die letzten Tage hat es echt so oft geregnet, das war echt nicht so gut. Ich mag jetzt auch den Regen überhaupt nicht mehr, weil ja mein Handy, also mein iPhone 6 durch den Regen kaputt gegangen ist. Und da waren halt meine ganzen Fotos und Videos und so drauf. Und ich habe mich jetzt damit abgefunden. Und ja, ich bin jetzt schon seit einer Woche auf dem Zelttrip mit den beiden Mädchen. Die eine kommt ja auch aus Deutschland und die andere kommt aus England und die sind beide voll nett. Und ja, wir sind halt zusammen die Westküste runtergefahren, vom Norden aus. Und jetzt sind wir so in der Mitte ungefähr von der Südinsel. Und ich habe jetzt noch weniger als 5 Wochen einfach in Neuseeland und jetzt noch ein paar Tage wahrscheinlich zusammen rum. Dann werde ich mal schauen, dann werden sich unsere Wege wieder trennen in ein paar Tagen. Und dann gehe ich nach Queenstown. Und Queenstown soll es ja so schön sein und ich freue mich schon voll auf Queenstown. Auf jeden Fall schaue ich mal. Ich will jetzt eigentlich kein Woofing mehr machen. Aber halt andererseits, wenn ich halt 5 Wochen lang nur in Hostels bin, wird es auch relativ teuer. Deswegen wollte ich jetzt mal gucken, ob ich in einem Hostel einfach arbeiten kann, sozusagen für die Unterkunft. Und da muss ich mich dann jetzt auch noch bewerben und so. Aber ansonsten ist alles cool und ich hoffe, das Wetter wird einfach wieder besser. Gestern hatten wir Sonne, aber jetzt ist es halt schon wieder so. Und ja. Deswegen sind wir nämlich gerade bei den Gletschern und ich will halt voll gerne die Gletscher sehen. Aber da sollte halt das Wetter eigentlich auch gut sein.